Terminator oder Rambo. Daran denken viele Leute, wenn sie den Körper von Jana Linke-Sippel sehen. Doch das ist der 43-Jährigen egal. Stolz zeigt sie ihren durchtrainierten Körper. Wie hier bei dieser professionellen Bodybuilder-Veranstaltung vor knapp 2 Wochen. Wir begleiten sie jetzt einen Tag lang in Boston. Sie zeigt uns ihren Körper und sagt, ich bin ganz schön sexy. Ich sehe das wie ein Bildhauer. Ich versuche meinen Körper so zu meißeln, wie er mir am besten gefällt. Um so auszusehen, hat Jana einen anstrengenden Tagesplan. Das Training beginnt teilweise vor dem Frühstück. Im Fitnesscenter wird bis zu 2-mal am Tag der Körper geformt. Doch die Anstrengungen lohnen sich, sagt die 43-Jährige. Mein Freund findet halt Muskeln sehr sexy und im Gesamtpaket und aber auch nicht nur das Äußere, halt auch mich als Mensch. Geld verdient sie durch Siege bei den Bodybuilder-Wettkämpfen. Auch wenn es nicht viel ist, kann sie sich so ganz um den Muskelaufbau kümmern. Denn so aussehen wie früher möchte Jana nicht mehr. So ein rundes Mondgesicht, das ist, finde ich unmöglich. Also so ging es mir wahrscheinlich so wie vielen anderen Frauen auch. Man ist ständig unzufrieden mit allem und daraufhin bin ich halt dann auch mal ins Fitnessstudio gegangen. Jetzt ist Jana zufrieden mit sich, doch was sagen andere Leute zu ihrem aktuellen Aussehen? Ich stelle mir eine Frau auch weniger muskulös vor. Ich glaube, sie macht dieselben Übungen wie Arnold Schwarzenegger. Es ist gut, wenn man fit ist, aber ich möchte nicht so aussehen. Einige Leute finden Janas Figur offenbar zu extrem. Vielleicht liegt es daran, dass die IT-Systemfachfrau beim Chirurgen war. An der Brust habe ich etwas nachgeholfen. Das ist aber deswegen, weil man vor einem Wettkampf sehr stark auf Diät geht und versucht, das komplette Körperfett rauszubringen, runterzubringen. Und die Brust besteht nun mal nur aus Fett und Drüsengewebe. Dass die Aufpolsterung der Oberweite aber sexy sein kann, will Jana beweisen und macht den Dessous-Test in einem ganz normalen Kaufhaus. Also der BH, der ist viel zu eng. Ich fühle mich jetzt eingeschnürt und kriege schon fast keine Luft mehr. Also es schaut ganz neckig aus und es passt auch ganz gut. Aber es ist nicht so, jetzt, was ich mir unbedingt kaufen würde. Also es schaut ganz süß aus, aber es ist mir zu viel Rüschen und so. Das ist so. Also das ist wirklich ganz nett. Das Material, das ist super schön, das ist weich, total elastisch, ganz dünn. Und sowas würde ich mir auch kaufen. 85 Kilo stahlharte Muskeln, das Ergebnis von 17 Jahren hartem Training. Jana weiß, dass einige Leute so eine Figur nicht mögen, doch sie sagt, unter diesen Muskeln bin ich immer noch eine ganz normale Frau.